Ja, es ist ein Unding im Laden, dass sie bei uns zur Verfügung, klar, wie gesagt, kommt überall drauf an, ne? Aber, ja, mal gucken. Am ersten, wenn er noch welche da hat, dann nehme ich alles, was er da hat, mit. Ja, fast alles. Ich bin ja nächste Woche eh bei dir. Ich bin auf dem Rückweg. Könntest du ranfahren, ja. Steht auch direkt, wenn du reingehst, direkt schon am Anfang. Die stellen sie auch jede Woche um die Palette. Hinweg, dann finde ich es wenigstens mal, du bist du dabei. Auf dem Hinweg bin ich dabei? Ach so, ja, Mittwoch. Hinweg, ah. Fußball, ja. Ja, genau. Ja, das können wir machen. Ja, das steht auch immer woanders. Manchmal, da stellen sie es jede Woche, stellen die das um. In der Hoffnung, man verkauft es an einer anderen Stelle besser. Jetzt steht es mitten am Eingang. Und was stellen sie es bestimmt genauso im Weg, dass du dran vorbeilaufen musst und so rumgehen musst. Kann ich auch gar nicht verstehen. Ja, die Leute kennen es nicht, wollen es auch gar nicht erst probieren. Ne? Wenn sie es denn probiert haben, dann geht's. Naja, die Leute kaufen es halt in Großstädten, aber bei uns ist halt. Nun hier schön entspannen, jawohl. Hast du, aber nicht so laut. Hast du Hose ausgezogen, Patti? Immer, sehr gut. Ein Kind in die Schule oder Kindergarten bringen, würde ich empfehlen, Hose anzuziehen. Gibt Ärger. Ja, wann wollen wir denn nächste Woche spätestens los? Um 3? Oder um 4? Also, letztes Mal sind wir schon zu spät gekommen, ne? Ja, ja. Also ich würde 3 sagen, ne? Oder wollen wir auch nicht einkaufen? Ist ja egal. Bei 3 Uhr, wenn wir noch voll zu Edeka fahren, würde ich sagen 3 Uhr. Können wir da noch einen Kaffee trinken bei Edeka? Bier, also ich. Tschüss, Shiny. Vielen lieben Dank für deinen Raid. Oha, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Vielen, vielen lieben Dank, Shiny. Yes? Was? Raid TV? Grüß dich, TV. Hallöchen. Wer ist denn das? Ich weiß es nicht. Shiny, vielen, vielen lieben Dank. What the fuck, sorry. Hä? I am verwirrt. Ich gehe ja gar nicht mehr. Shiny, was hast du Schönes gestreamt? So saß ich auch da, sehr gut. Das reicht, okay. Death. Ja, was habe ich vor gestreamt? Ja, wie lief denn? Wie liefen die Runden? Ja, besseres weiß ich jetzt nicht. Ich schieße ja jetzt auch nicht alle 5 Minuten was ab, ne? Dann weiter zu irgendjemand anderem. Sag ja, Shiny sollte besser angeln gehen. Ja, oder Dating-Simulator habe ich auch, ne? Der Chris vorgeschlagen.
Shiny sagt, er gecheatet. Oha. Schwere Vorwürfe. Schwere Vorwürfe. Ja, Date Sim im Bikini. Für Tee und ja, da kannst du switchen zwischen Schrotgewehr, Doppelschuss oder Einzelschuss, Flinte. Mhm. Und dann habe ich nochmal normales Gewehr noch. Und Revolver. Aber der Scheiße. Ja, ja, Kacker. Das reicht hier. Achso, Kind hat schon wieder 5 Tage nicht gekackt, ne? Aber er schreit nicht. Das ist schon mal gut. 5 Tage ist schon her? Montag hat das jetzt mal gekackt. Cool. Ja. Also Mittwoch wieder kacke. Nee, morgen kriegt er gleich einen Einlauf. Im doppelten Sinne. Ja. Nee, morgen kriegt er gleich einen. Dating Simulator, wenn sie da auch nichts fängt, ist das aber frustrierend. Das stimmt. Frustrierender als hier. So, ich habe euch mal was geschossen, liebe Raiders. Was denn? Truthahn oder was das war? Ente oder? Ja, nichts Großes, was Kleines. Werde ich hier nur gemobbt, Shiny Putzeimer bringen? Nicht schlecht. Ente. Ja, ah, da vorne liegt's, glaube ich. Boah, es hat irgendeiner Bella geradet mit 98 Leuten. Oha, jetzt halten und morgen auch und dann Gatsching. Oh, es war wirklich nur eine Ente. Eine Pfeifente. Naja, muss über 3 Monate oder mehrere Monate über 100 sein oder über 75. Na, 4 Wochen. Naja, aber 3 Monate hintereinander und die davor vorigen Monate kontrollieren sie auch. Also. Wie 3 Monate hintereinander? Ich dachte, das ist dir fehlt nur 75. Ja, und das heißt ja noch lange nicht, dass du Affiliate bekommst. Du musst dich dafür anmelden. Und dann entscheiden die, genau. Genau. Und dann kriegst du entweder einen Vertrag zugeschickt oder nicht. Genau. Manche mussten es 10 Mal machen, bis angenommen worden. Genau. Die hatten 10.000 Zuschauer. Mhm. Ja, die gehen nach dem Inhalt auch, ne? Die gehen nach Bits-Einnahmen. Genau. Subs-Einnahmen und. Genau. Werbeeinnahmen. Und wenn du denn aber auch hier nur beleidigst im Stream, dann nimmst du die auch nicht. Oder Verwarnungen hast allgemein. Ja, ich habe ja jetzt auch schon 2, 3 oder 4 Mal größer geradet, aber da kriegst du gar keinen Follow. Also ich habe da nie Follow zurückbekommen. Oder ja. Muss ja auch nicht. Ist ja, wenn sie nicht wollen, ist ja okay. Hey Death, danke schön für den Follow. Muss das meckern, ne? Ja. Was hast du schon mal versucht, Shiny?
Ja, große Streamer bleiben meistens unter großen Streamer. Ja, es kommt auch an, ob ich jetzt. Manche sehen 100 Zuschauer noch nicht als große Streamer an, ne? Mal so, ey, Nadinchen. Grüß dich. Danke für dein Teamherz. Ja, manche sehen erst ab 1000 Zuschauer als groß an, ne? Ach, wir hatten schon öfters mal größere geratet. Ja. Aber. Den letzten, den du vorgeschlagen hattest, der hatte auch nicht zurückgefolgt. Und der von Gärtner Arz auch nicht. Aber wie gesagt, muss ja auch nicht. Es ist ja um Gottes Willen. Ne? Was mit Kopf, ne? Ja, genau, die hatte nicht zurück gefolgt, ne. Ja. Wie geht's dir, Sonnenschein? Mir geht's hervorragend. Jetzt geht's mir hervorragend, Nadine. Wie geht's dir? Du musst halt öfters in den Chat schreiben und du denkst, ah, ja, ich vergesse. Ja. Große Streamer sind ab 25.000 Follower. Ja gut, dann ja. Muss nur entdeckt werden. Ja, gestern zum Beispiel. Naja, aber von jetzt auf gleich würde ich es auch gar nicht wollen, ne? Es wäre halt schöner, wenn es nach und nach passiert, ne? Und nicht von jetzt auf gleich. Aber dann... Soll ich bei einer Firma melden? Raft zum Beispiel? Ich kriege auch keine Antworten, wenn ich Spielzugang vorher haben will. Etwas krank, da wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung. Den Kleinen, den geht's wieder gut. Der war lange am Schreien, 5 Tage lang. Achso, so ein Netzwerk, nee, das will ich gar nicht. Das ist ja genau so scheiß wie so eine Kackgruppe, ey. Und dann hast du Leute drin, dann hast du 100 Zuschauer drin und davon sind 80 Leute Lurker. Ja, da sind viele Streamer, ja. Du kannst natürlich Glück haben und kannst Pech haben. Das ist es ja. Man will ja keine Streamer. Du hast ja die Streamer selber. Das ist ja das Schwierige. Immer schweres Thema, ja. Dann kommen ja alle und lurken und dann musst du da auch lurken und dann lurkst du da mal nicht und dann kommen die auch wieder nicht zum Nicht-Lurken und das ist Schwanz. Oder mach selbst eins mit Leuten, die du kennst. Ja, das wäre ja das gleiche wie mit der WhatsApp-Gruppe damals und da hatte ich ja keinen Bock mehr drauf gehabt. Werde jetzt auch schlafen gehen. Schlaf schön später. Nadine, danke schön. Du auch. Und wie gesagt, gute Besserung dir und danke für deine 4 Flammherze. Vielen, vielen lieben Dank. Also ich bin aktuell zufrieden. Ja. Genau, so eine Supportergruppe sind scheiße. Ja. Ich meine, über so eine Supportergruppe habe ich Shiny kennengelernt beispielsweise. Ne, da habe ich Teebeutel kennengelernt. Ein paar Leute habe ich darüber kennengelernt. Nice Guy, Lipopix und so, ne? Und das passt auch, das ist vollkommen in Ordnung. Mehr muss das auch gar nicht sein. Weil wie kacke wäre es, wenn wirklich... Guck mal, wir waren in der Gruppe 30 Leute. Stell dir vor, alle 30 wären da gewesen zum Lurken. Und du hast 35 Zuschauer. Das ist auch kacke. Ich meine, wenn es letztendlich so ist, wenn jetzt, sagen wir mal, hier 30 drin sind und die alle lurken, dann ist das so. Aber das wäre ja dann quasi durchgehend immer jeden Abend fast. Was? Shiny Teebeuteln? Ja, Shiny Teebeuteln. Guck dir das Video an. Da ging es um Shiny. Aber von Tobi, ich wollte da mal an dieser Stelle sagen, ich schätze dich und dich habe ich ja über Shiny kennengelernt und sie schätze ich auch sehr. Hast du sie schon mal kennengelernt? Nein. Ja. Genau. Also, ja, man hat immer das über ein paar Ecken, ne? Und dann lernt man immer tolle Leute kennen. Ja. Habe ich zu Eggy auch gesagt, wenn man mal so überlegt, vor 1,5 Jahren, was hier für Leute drin waren. Ganz andere. Fast keiner von denen, die aktuell da sind. Das waren komplett andere Leute. Mit Flo, Michelle, die regelmäßig da waren am Anfang noch. Bettel.
Wo ist der denn jetzt hin? Bin ich jetzt schon zu weit gerannt?